Ja, liebe Freundinnen und Freunde von Anne Klein, sehr geehrte Frau Büdenbender, liebe Barbara Binek, liebe Prasanna Getu, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese wunderbare musikalische Eröffnung. Heute werden uns durch den Abend führen Majuri, Renu und Stephanie mit traditioneller indischer Musik. Prasanna sagte schon, oh, indische Musik. Es ist ein Ensemble aus Berlin und wir haben es ausgesucht, um den Abend heute mit Ihnen musikalisch zu gestalten. Die Verleihung des diesjährigen Preises findet in Zeiten des Coronavirus statt. Wir haben bis heute Nachmittag oder bis heute Mittag sorgfältig die Risiken eines solch großen Treffens abgewogen. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir auf jeden Fall unsere Preisträgerin 2020, Prasanna Getu, mit einem öffentlichen Festakt ehren wollen. Und ich glaube, danke, freue mich sehr über diesen Applaus, weil Sie sich denken können, dass das nicht so einfach ist, die Verantwortung zu übernehmen. Sie alle sind verantwortlich. Wir haben ein paar Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Diesmal ist der Saal anders bestuhlt, mit größeren Abständen. Wir folgen den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, damit die Belüftung hier besser vonstatten geht. Und wir haben aber Platz für diejenigen, die jetzt nicht bei uns im Raum sein können, zur Verfügung gestellt. Es gibt in zwei weiteren Nebenräumen und unten im Foyer weitere Gäste, die zuhören können, auch wenn ich mir bewusst bin, dass es was anderes ist, hier drin zu sein, atmosphärisch oder von außen. Aber alle, die da sind, freue ich mich sehr, dass Sie da sind, trotz dieser Gefahren, denen Sie sich gegebenenfalls aussetzen. Wegen all dieser Geschichten hoffen wir, dass möglichst viele Menschen uns zuschauen beim Livestream. Diese Preisverleihung wird per Livestream übertragen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir viele auch da Zuhörerinnen und Zuhörer haben, weil dieser Preis, das ist das Schöne, er freut sich einfach sehr, sehr großer Resonanz. Es ist mit dem Anne-Klein-Preis geglückt, wirklich Menschen zu begeistern dafür, dass wir mit dem Anne-Klein-Preis, den uns Anne Klein geschenkt hat, jedes Jahr Frauen auszeichnen für ihren besonderen Mut, für ihr besonderes Engagement, für Frauenrechte und gegen Diskriminierung. Egal, wo wir heute feiern, wir feiern gemeinsam Anne Klein und wir feiern gemeinsam unsere diesjährige Preisträgerin Dr. Prasanna Getu. Lassen Sie uns wie jedes Jahr beginnen mit einem kleinen Film, der Anne Klein ein bisschen uns allen hier näher bringt. Anne, die uns diesen Preis geschenkt hat, weil wir diesen Abend auch ihr widmen werden. Film ab, bitte. Haben eine andere Vorstellung von Politik und eine andere Qualität von menschlichen Beziehungen, die sich auch in der Form der politischen Auseinandersetzung durchsetzen und zeigen wird. Anne Klein legte den Grundstein für einen neuen Stil in der Politik. Sie war Feministin, Anwältin und Notarin und die erste Senatorin in Berlin, die offen lesbisch lebte. Anne war Feministin und das hat man immer gemerkt bei allem, was sie getan hat, bei allem, über das sie nachgedacht hat, bei allen Positionen, die sie vertreten hat. Anne Klein war durch und durch Feministin und war durch und durch Juristin. Und sie kämpfte mit den juristischen Mitteln um die gleichen Rechte für Frauen und gegen Diskriminierung. Und sie bekämpfte insbesondere sehr leidenschaftlich, wenn Recht eingesetzt wurde, um Menschen zu diskriminieren. 1989 wurde Anne Klein unter Walter Momper im Berliner Senat, der wegen seiner Frauenmehrheit auch als Feminat bekannt wurde, Senatorin für Jugend, Frauen und Familie. Sie schwor ihren Eid mit den Worten, so wahr mir Göttin helfe. Sie hat sich als Feministin für Frauen- und Mädchenprojekte eingesetzt, hat dafür gesorgt, dass die gefördert werden, dass die eine politische Lobby bekommen. Und sie hat als Senatorin das Referat für gleichgeschlechtliche Lebensweisen ins Leben gerufen. Und sie hat sehr früh erkannt, dass es eigentlich darum geht, Institutionen zu schaffen,
die plötzlich Kraft und Energie multiplizieren. Das hat sie dann richtig aufgenommen, immer zu gucken, wo ist eigentlich der zentrale strukturelle Hebel, der ganz viel verändert. Anne Klein engagierte sich in der Berliner Frauenbewegung, war Mitbegründerin des ersten Frauenhauses in Berlin und stärkte die Rolle der Frauen in der Politik nachhaltig. Ja, Anne war rational und leidenschaftlich zugleich. Sie war nicht verbissen, aber sie kämpfte mit großer Leidenschaft und glaubte an das rationale Argument. Sie hatte sehr, sehr viel Charme. Sie war sehr offen gegenüber anderen Menschen. Und ich glaube, das hat bewirkt, dass sie tatsächlich überzeugend war und viele Freunde und Freundinnen hatte. Anne Klein war eine Person, die immer furios bei der Sache war. Also so viel und breit gelebt hat, von Journalismus bis Reiseleiterin. Und sie war immer eine Anwältin, die sich in ganz besonderer Weise für die Mandantinnen und Mandanten eingesetzt hat, deren Vertretung sie übernommen hatte. Wirklich mehr als andere, sehr kämpferisch, sehr engagiert. Anne Klein konnte anderen Kraft geben, sie konnte anderen Mut geben, ermutigen, sich für Frauenrechte gegen Diskriminierung einzusetzen. Also das war das Wunderbare an ihr. Ich glaube, was sie am meisten beeindruckt hat, war doch immer, dass Personen auch den Mut haben, den Finger gegen den Mainstream in eine Wunde zu legen. Auch den Mut zu haben, Dinge, die am Anfang noch obskur erscheinen, einfach auch anzusprechen. Deshalb freue ich mich, dass es einen Anne-Klein-Preis gibt, der eines schaffen kann, nämlich Beharrlichkeit und Mut in solchen Bedingungen auch auszuzeichnen. Damit Frauen weiterhin öffentlich für ihr Engagement wahrgenommen und gefördert werden, hat Anne Klein den Anne-Klein-Frauenpreis gestiftet. Ach, der Preis, das war eigentlich eine ganz unfassbare Geschichte. Also man hat ja nicht Erfahrung mit sowas. Und als es dann losging, war ich erst mal nur gerührt. Und dann war das so, dass ich wahnsinnig überrollt war von dem öffentlichen Interesse, aber auch von dem Interesse der Leute, die ich kenne. Tatsächlich haben die Themen, für die ich stehe, durch den Preis auch nochmal Aufschub bekommen. Ich habe bis heute noch Anfragen zu Themen, zu denen ich arbeite. Es gab relativ viel Zeitungsartikel und Interviews und so. Das heißt, auch für Banjing, also wo ich eben auch arbeite, war das auch sehr gut. Und auch das zu sehen, dass auch die Idee funktioniert, also das hat sie sich ja überlegt. Ich meine, sie war ja sehr krank am Ende und hat in dieser Krankheitszeit eine Idee entwickelt, die ich genial finde und die einfach auch funktioniert, also in meinem Fall auf jeden Fall funktioniert hat. Anne Klein stiftete der Heinrich-Böll-Stiftung den Anne-Klein-Frauenpreis, damit auch in Zukunft das Engagement von Frauen für Menschenrechte, Gleichberechtigung und sexuelle Selbstbestimmung gefördert wird.
Ja, noch einmal ganz herzlichen Dank für diese schöne musikalische Eröffnung unserer Preisverleihung. Noch einmal von meiner Seite, liebe Gäste, herzlich willkommen hier zur Preisverleihung. Liebe Prasanna, sehr verehrte Frau Büdenbender, herzlich willkommen zur 9. immerhin schon Preisverleihung des Anne-Klein-Frauenpreises. Ich freue mich sehr, dass Sie, verehrte Frau Büdenbender, heute die Laudatio hier halten werden und wir Sie dafür gewinnen konnten. Sie haben gemeinsam mit Prasanna Getu 2018 in Chennai nicht nur Prasanna besucht und ihre Organisation, sondern dort den nationalen Notruf für Frauen in Indien mit eingeweiht. Ich freue mich jetzt schon auf Ihre Laudatio und danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie es möglich gemacht haben, auch so viel Kontinuität herzustellen in Ihrem Engagement für weltweit, glaube ich, Frauen, die von Diskriminierung und Gewalt betroffen sind. Danke, dass Sie da sind. Prasanna Getu wird von einigen Mitstreiterinnen und einigen Familienmitgliedern begleitet. Besonders begrüßen möchte ich ihre Tochter Divya. Sie ist hier bei uns aus Chennai. Herzlich begrüßen möchte ich ihren Sohn Abhinav. Und was mir besonders gefällt, er ist Professor in meiner Heimatstadt Freiburg und lehrt dort Robotik. Dann möchte ich ganz herzlich willkommen heißen den Bruder von Prasanna, Ravindra, und die Schwägerin von Prasanna. Beide herzlich willkommen hier bei uns. Fühlen Sie sich wohl hier bei uns und ich glaube, es ist für dich, liebe Prasanna, wunderbar, auch von der Familie hier so begleitet und unterstützt zu werden an deinem besonderen Ehrentag. Am 2. März wäre Anne 70 Jahre alt geworden und mit dem Preis feiern wir jedes Jahr Anne selbst und ihre vielen politischen, juristischen und gesellschaftlichen Erfolge, für die sie gestritten und gearbeitet hat. Anne hat ihr Leben lang gegen Diskriminierung und Gewalt gekämpft und sie hat bereits in den 70er Jahren, wir sahen es ja auch gerade im Film, eine feministische Rechtsberatungsstelle gegründet und kämpfte für das erste Berliner Frauenhaus. Später dann als Senatorin hat sie es vermocht, die finanzielle Eigenbeteiligung für Frauen, die dort Schutz suchten, abzuschaffen. Auch das musste erstritten und erkämpft werden. Frauen mussten sich also noch früher in diesem Land beteiligen, wenn sie Schutz gesucht haben in einem Frauenhaus. Frauen vor Gewalt schützen, ihnen konkrete Hilfe anbieten, das war ein Lebensthema Annes und eint und verbindet sie mit der diesjährigen Anne-Klein-Frauenpreisträgerin Prasanna Getu. Wir ehren heute mit Prasanna eine Frau, die 2001 mit Mitstreiterinnen im südindischen Chennai begonnen hat, Frauen, die familiäre und häusliche Gewalt erfahren, ganz konkret und mit einem ganzheitlichen Angebot der Unterstützung zur Seite zu stehen. Sie und ihre Organisation International Foundation for Crime Prevention and Victim Care bietet Frauen in akuter Not Schutzräume, versorgt sie in Krankenhäusern medizinisch und vor allem auch psychosozial. Sie spenden Frauen Trost und hilft ihnen ins Leben zurück. Frauen nach ihren Gewalterfahrungen ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Würde zu ermöglichen, ist Prasanna und ihren Mitstreiterinnen das allergrößte Anliegen. Sie leistet mit ihrer Organisation Präventionsarbeit, versucht, die strukturelle Gewalt in Indien aufzubrechen und das patriarchale Frauenbild in der Gesellschaft mit Bewusstseinsarbeit und Schulungen, sei es an Universitäten oder auch mit der Polizei, zu ändern. Indien, ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, ist laut Studien der G20 oder auch der Stiftung Thomas Reuters das gefährlichste Land der Welt für Frauen. Indien lässt gar Länder wie Saudi-Arabien, Somalia, Afghanistan oder Jemen hinter sich.
Die Nachrichten, die uns gerade erst wieder aus Neu-Delhi erreicht haben, sind erschreckend. Viele Tote, hunderte Verletzte, unzählige Frauen, die gezielt Opfer sexueller Übergriffe und Gewalt wurden, sind die traurige Bilanz der Ausschreitungen hindu-nationalistischer Bewegungen und Mobs gegen die muslimische Minderheit in Indien. Jeden Tag gibt es in Indien Ehrenmorde, Vergewaltigungen, Feminizide, Mitgiftmorde, Mädchenmorde, Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Die gute Nachricht ist, immer mehr junge Frauen und Männer stellen sich in Indien dieser Gewalt entgegen. Sie protestieren überall in Indien und streiten für Frauenrechte. Prasanna sagte mir gestern im Gespräch, sie setzt große Hoffnungen auf die junge Generation, auch wenn sie betont, dass die patriarchalen Strukturen und Denkweisen in der indischen Gesellschaft tief verankert sind. Sie sagt, Prasanna sagt, es wird noch mehrere Generationen dauern, bis wir ein anderes Bewusstsein erreicht haben. Aber sie ist mit ihren Mitstreiterinnen eine derjenigen, die an dieser Bewusstseinsveränderung in Indien arbeitet. Gewalt an Frauen in ihren eigenen Familien ist leider für viele Frauen in Indien Alltag. Ein Drittel der verheirateten Frauen wird von ihrem Mann oder dessen Familie misshandelt. Jede zehnte Frau erfährt schwere häusliche und/oder sexuelle Gewalt. Brand- und Säureattacken auf Frauen sind in Indien, obwohl mittlerweile und immerhin unter Strafe gestellt, immer noch weit verbreitet. Von mehr als 90.000 Opfern pro Jahr, nur bezogen auf Säure- und Brandattacken, sind die Zahlen, die mir auch Prasanna gestern noch einmal genannt hat. Es ist Prasanna und ihre Organisation, die sich genau auch nicht nur insgesamt mit Frauen auseinandersetzt und sie betreut, die von dieser häuslichen Gewalt betroffen sind. Sie widmen sich ganz besonders eben auch den Opfern in unmittelbarem Kontext mit Säure- und Brandattacken. In Prasannas unmittelbarem Arbeitskontext sind monatlich zwischen 100 bis 120 Frauen Opfer von solchen Brand- und Säureattacken. Mehr als 60% sterben an den Folgen. Die, die es schaffen, bekommen leider nicht die medizinische und psychologische Unterstützung, die sie bräuchten. Und hier genau setzen Prasanna und ihre Kolleginnen mit ihrer Arbeit an. Sie versorgen die Opfer zunächst medizinisch in Krankenhäusern. Sie dürfen das auch in Regierungskrankenhäusern. Sie ermutigen die Frauen zur Rückkehr ins Leben. Sie machen Mut und arbeiten mit Frauen an neuen Lebensperspektiven. Häusliche und sexuelle Gewalt, sie kommt auch in Indien in allen sozialen Schichten, Kasten oder Religionszugehörigkeiten vor. Säure- und Brandattacken, so Prasanna, häufen sich eher in den unteren Schichten, während die Frauen der Oberschicht eher vergiftet oder erhängt aufgefunden werden. Prasanna sagt, je höher die gesellschaftliche Stellung, desto wahrscheinlich, desto größer die Bemühungen, die Gewalt zu vertuschen. Es ist dein Verdienst, liebe Prasanna, dass in Indien die erste Notrufnummer für Opfer von Säure- und Brandattacken eingerichtet wurde. Du selbst nimmst mit deinen Mitstreiterinnen die Notrufe rund um die Uhr entgegen. Du hilfst ganz konkret jeder einzelnen Frau. Und du bist dabei, wenn es darum geht, im Heilungszentrum vor allem traumasensible medizinische Unterstützung zu gewährleisten. Liebe Prasanna, du selbst sagst, Selbstermächtigung, das ist ein großes Wort. Wie geht das? Was heißt das konkret? Du versuchst immer wieder für jede einzelne Frau eine Antwort zu finden. Als ich dich gestern gefragt habe, wie hältst du es aus, auch mit diesen sehr brutalen Kontexten zu arbeiten, hast du gesagt, ich sehe immer die Zukunft dieser Frau. Es hat mich sehr berührt und ich glaube, das zeichnet auch aus, was du täglich leistest. Der Anne-Klein-Preis ist ein Preis,
der ermutigen, der danken, der solidarisch sein will mit dir und deiner Organisation, der International Foundation for Crime Prevention and Victim Care. Wir alle sind voller Bewunderung für dein und euer außerordentliches, konkretes und politisches Engagement für die Gewaltopfer in Indien, in Chennai. Eure Arbeit ist einmalig in Indien. Ihr seid Vorreiterinnen auf einem langen Weg hin zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft, zu einem Land, in dem Frauen hoffentlich bald freier und auf jeden Fall viel, viel sicherer leben können. Liebe Prasanna, du stehst auch nach persönlichen Drohungen und Anfeindungen immer an der Seite der überlebenden Frauen und Kinder und unterstützt sie dabei, ihren Weg zu gehen, egal welcher es ist. Auch das hast du gestern betont, dass du überhaupt gar nichts tust, nämlich gar nicht in Richtung einen Weg vorgeben. Ich möchte dir im Namen der Jury ganz, ganz herzlich Glück wünschen für den diesjährigen Frauenpreis, dir alles Gute für deine Arbeit, für deine Zukunft wünschen und habe einfach die große Freude, dir nachher auch den Preis gemeinsam mit Michaele Schreier übergeben zu dürfen. Ich wünsche dir alles Gute und herzlichen Dank. Und wie ich es schon gesagt habe, ich habe nun die Ehre und die Freude, an unsere Laudatorin Elke Büdenbender weiterzugehen. Ich freue mich auf die Laudatio und bis später. Danke. Ja, wunderschön, so einen vollen Raum zu sehen. Das finde ich ganz toll. Sehr geehrte Frau Dr. Gettu, sehr geehrte Frau Unmusig, sehr geehrte Frau Bieneck, hallo. Verehrte Jurymitglieder, sehr verehrte Damen und Herren, sehr verehrte Familienmitglieder, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und wenn ich eine Dame besonders hervorheben darf, Lore Pesche-Gutzeit, ich bin froh, dass Sie da sind. Also ich darf vorweg sagen, es war für mich wirklich eine ganz große Freude und Ehre, als ich gehört habe, dass Sie mich, Dr. Gettu, ausgewählt haben, um die Laudation zu halten. Ich war hingerissen, ich habe sie erlebt und für mich ist es eine ganz große Ehre, hier zu sein, hier stehen zu dürfen. Es ist auf den Monat genau 2 Jahre her, dass ich in Indien, genauer gesagt in Chennai war und Sie dort kennenlernen durfte. Die Bilder, die habe ich vor Augen, als wäre es gestern gewesen. Frauen, die jede Bewegung ganz langsam ausführten. Es waren physiotherapeutische Übungen und sie absolvierten sie sehr vorsichtig und bedächtig. Ihre Gesichter waren teilweise entstellt von den Brandwunden, die Arme und oder auch die Beine bandagiert. Sie alle waren Opfer von Brandanschlägen geworden. Brandanschläge, die von Menschen aus der eigenen Familie oder der Familie des Ehemannes begangen worden waren oder von verschmähten Männern. Ich erinnere mich an eine Frau, die ihre Finger kaum bewegen konnte und dennoch probierte sie mit einem eisernen Willen, kleine Metallstäbe in ebenso kleine Löcher in eine Holzbank zu stecken. Und zwar machte sie das, um ihre Feinmotorik wieder zu üben. Jede der Bewegungen hat sie ganz ersichtlich ganz viel Mühe gekostet und ich denke auch Schmerzen. Aber sie kämpfte und das sah man ihr auch an. Denn da, wo sie das gemacht hat, da hat man ihr den Willen zum Kämpfen wiedergegeben. Im Vordergrund steht natürlich zunächst die Heilung des Körpers und soweit es möglich ist, auch der Seele. Aber die Mitarbeiterinnen dort machten ihr ebenfalls deutlich, dass sie ein Recht auf ein besseres Leben, auf ein gewaltfreies Leben und ja auch auf ein selbstbestimmtes Leben hat. Und dass sie selbst entscheiden darf, was sie möchte und was ihr wichtig ist. Sie hat gelernt oder war auch dabei zu lernen, dass natürlich nicht sie die Schuld trägt an dem, was ihr widerfahren ist, sondern ganz alleine der oder diejenige, der oder die den Anschlag auf sie verübt hat.
Uns mag das selbstverständlich erscheinen, aber für viele Frauen in Indien, denen Ähnliches widerfahren ist, war das zunächst nicht. Zu tief sitzen alttradierte Rollenbilder, auch wir haben hier immer noch damit zu kämpfen oder in Europa schon wieder, nach denen Frauen sich unterzuordnen haben, selbst wenn es vielleicht auch gerade in Indien sehr selbstbewusste, sehr selbstbestimmte und sehr emanzipierte Frauen gibt, wie die heutige Preisträgerin beispielsweise und ich denke auch ihre Tochter, die Schwägerin und andere. Ja, es dauert wahrscheinlich noch Generationen, aber ich habe eben 3 Generationen an Frauenrechtlerinnen kennengelernt. Die waren sich nicht immer einig, aber das ist ja so. Man kann ja über Wege streiten, aber über das Ziel. Und das hat mir ungeheuer viel Auftrieb und Mut gegeben, wenn Frauen in solchen Situationen trotzdem kämpfen. Das finde ich also ganz großartig. Die Bilder der versehrten Frauen aber, die haben sich mir ganz tief eingebrannt. Die haben mich so bewegt und auch beeindruckt. Und ich hatte damals das große Glück, ihre Einrichtung, die Nichtregierungsorganisation International Foundation for Crime Prevention and Victim Care, kurz PCVC, besuchen zu dürfen. Die Leiterin führte uns durch die Räumlichkeiten und berichtete von ihrer Arbeit. Und ich erinnere mich noch ganz deutlich, wie beeindruckt ich von der zierlichen, aber so starken Frau war, die sich in einem Land wie Indien für die Rechte der Frauen einsetzt. Denn obwohl der Schutz in der Verfassung verankert ist, eine Vielzahl entsprechender Gesetze erlassen wurde und es mittlerweile doch auch eine breite öffentliche Debatte in Indien darüber gibt, ist die soziale Realität der meisten Frauen noch immer von systematischer Benachteiligung und Diskriminierung bestimmt. Diese Rollenbilder sitzen eben tief und bestimmen auch das tägliche Leben der Frauen dort. Sie haben es eben schon mal gesagt, im Global Gender Gap Index des Weltwirtschaftsforums fiel Indien von Rang 108 2018 auf 112 von 149 Ländern im Jahr 2019 zurück. Und Gewalt und sexuelle Übergriffe gegen Frauen sind in Indien ein ganz massives Problem. Frau Unmäßig, Sie haben es eben auch gesagt, 30% aller Frauen erleben das. Viele Zahlen will ich gar nicht nennen, aber ich finde, sie verdeutlichen doch sehr gut das Umfeld, in dem sich diese couragierte Frau engagiert. Und sie zeigen auch, wie groß die Aufgabe ist, der sie sich stellen. Meine Damen und Herren, die Frau ist Dr. Prasanna Gettu, die heute Abend mit dem Anne-Klein-Frauenpreis ausgezeichnet wird. Mit dem Preis, das haben Sie eben auch gesagt, fördert die Heinrich-Böll-Stiftung jährlich Frauen, die durch ein herausragendes Engagement für die Verwirklichung von Geschlechterdemokratie auszeichnen. Und in dieser Hinsicht könnte ich mir ja kaum eine würdigere Preisträgerin vorstellen als Sie, Dr. Prasanna. Herzlichen Glückwunsch. Seit 2001 setzen Sie sich für die Rechte von Frauen in Indien ein. In diesem Jahr gründeten Sie gemeinsam mit 2 Studienkolleginnen die Organisation PCVC, die sich für die Opfer von häuslicher Gewalt, aber eben auch von anderer zwischenmenschlicher Gewalt einsetzt. Und das Helferteam besteht aus Psychologinnen, Psychologen, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeitern und auch ehemaligen Betroffenen. Durch den Kriseninterventionsservice erhalten betroffene Frauen Informationen über den Umgang mit Polizeidienststellen, was auch sehr wichtig ist, um den Frauen die Angst zu nehmen und sie zu ertüchtigen, dorthin zu gehen. Ihnen einfach Mut zu machen, das, was ihnen widerfahren ist, anzuzeigen. Es gibt Hilfe bei Gesprächen, bei der Vermittlung mit ihren Familien. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Rechtsberatung und medizinische Hilfe natürlich. Und auch spezielle Unterstützung für Kinder, die das miterleben. Und Hilfe, wenn die Frauen ihr Zuhause verlassen wollen, was ein grausames Zuhause war. Über die Jahre ist das Angebot ihrer Organisation entsprechend dem Bedarf der Frauen und ihrer Kinder gewachsen. So wurden beispielsweise Polizeistationen mit besonders geschultem weiblichem Personal eingerichtet, weil sich Frauen in ihrer Not ja doch eher immer Frauen eher anzuvertrauen scheinen als Männer. Als Frau Gettu beobachtete, dass viele Frauen ihre Kinder mitbringen, haben Sie dann Notunterkünfte für Frauen und Kinder geschaffen, wo sich diese erholen können und auch in Ruhe darüber nachdenken können, wie soll es weitergehen? Denn es ist ja nicht einfach, es ist ja auch wirtschaftlich schwer, dort auseinanderzugehen und einen gewalttätigen Mann wegzuschicken.
Auch ein Behandlungsprogramm namens SMILES für Kinder, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind, wurde ausgearbeitet, weil man erkannte, dass Jungen aus solchen Familien oft später selbst zu Tätern werden, während Mädchen später dazu neigen, selbst gewalttätige Partner zu wählen. Also Kinder, die Muster, die sie vorgelebt bekommen, wiederholen. Das Ziel dieses Programmes ist es, den Kindern beizubringen, gewaltfreie Beziehungen wertzuschätzen. Und ich finde, allein dieses Programm kann man gar nicht genug wertschätzen. Denn nur wenn wir bei den Kindern anfangen, bei der neuen Generation, kann sich ein wahrer Wandel im Denken und im Handeln der Menschen vollziehen. Denn die Kinder sind unsere Zukunft, also unsere künftige Gegenwart. Und für die wollen wir es besser haben und da müssen wir bei ihnen auch ansetzen. Als wir im März 2018, also mein Mann, der Bundespräsident und ich, in Indien waren und Indien bereisten und ich die große Freude und Ehre hatte, sie kennenzulernen in Chennai, da habe ich auch die große Ehre gehabt, eine Hotline, die viel besagte Hotline eröffnen zu dürfen, über die betroffene Frauen durch geschulte Ansprechpartnerinnen rechtliche und medizinische Beratung bekommen. Die hat sich bereits gut etabliert, das haben Sie vorhin noch mal erzählt und das freut mich wirklich sehr. Und ich denke auch, dass ein Anruf Frauen oft leichter fällt, als direkt zu PCVC zu kommen. Ich denke, ein Anruf ist ein erster Schritt. Und das ist sehr wichtig, dass man eine Hürde überwindet, auch für diese Frauen. Denn die Scham über das Geschehene ist, also paradoxerweise, ja oft bei den Opfern noch besonders groß. Dass sich Opfer schämen, dass ihnen Gewalt widerfahren ist, das ist unglaublich, aber es ist so. Und ich glaube, da hilft der telefonische Kontakt erstmal, wenn man nicht direkt in die Augen eines anderen sehen muss. Auch in der Prävention tut PCVC sehr viel. Das ist ganz wichtig. Sie gehen in Schulen, in Universitäten, in Betriebe, finde ich auch ganz wichtig. Sie bieten Fortbildungen an, um geschlechtsspezifische Vorteile und Rollenklischees eben in allen Bereichen abzubauen. Nicht nur in den Schulen und in Universitäten, sondern auch in den Betrieben, wo die Männer eben auch arbeiten und Frauen arbeiten natürlich. Und sie versuchen dadurch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz natürlich und Gewalt in Lebenspartnerschaften von vornherein zu verhindern. Als Sie, Dr. Ghetto, erkannten, dass immer mehr lesbische Frauen und Transgender ihre Hilfe suchten, haben Sie auch für diese Menschen Unterstützungsangebote für die besonderen Bedürfnisse geschaffen. Das hätte Anne Klein bestimmt ganz besonders gefreut, da bin ich mir sicher. Denn sie hat nicht nur als Senatorin in Berlin vehement und ganz erfolgreich, wir haben es in dem großartigen Film gesehen, sich für Frauenrechte eingesetzt, Frauenhäuser geschaffen, Mädchenweglaufhäuser geschaffen. Sie war auch eine offen lesbisch lebende Politikerin. Und das war auch in Berlin der Ende 80er Jahre nichts Leichtes. Das war sehr, sehr mutig, finde ich. Und meine Damen und Herren, was ich sagen kann, was mich an Dr. Ghetto so beeindruckt, ist auch die resolute, aber total unaufgeregte Art. Also das finde ich schon sehr beeindruckend, dass Sie so, das muss man, haben Sie, glaube ich, über die Jahre gelernt, trotzdem Ihre Ruhe zu bewahren. Das stimmt schon, in der Ruhe liegt die Kraft und das vermittelt auch sehr, sehr viel an Sicherheit. Sie berichtete mir von der Arbeit der Organisation, als sei es das Selbstverständlichste der Welt. Dabei ist es ganz und gar nicht selbstverständlich. Sie denken selbst, aber gar nicht in großen Worten oder großen Taten. Sie handeln einfach und sie sehen ein Problem und finden die Lösung dafür. Und alles, was sie tun, tun sie hundertprozentig. Halbe Sachen kennen sie nicht. Sie ruhen sich nicht aus, bevor eine Lösung gefunden ist. Als die beiden anderen Gründerinnen von PCVC 2002 und 2005 ausstiegen, standen sie vor der Wahl, weiterzumachen oder alles liegen zu lassen. Und natürlich haben sie weitergemacht. Also das beschreibt sie, glaube ich, am allerbesten. Seitdem sind sie für alle Aktivitäten alleine verantwortlich, wobei sie von einem Beirat aus Mitgliedern und Mitarbeiterinnen unterstützt werden. Ich habe mich ehrlich gesagt schon damals gefragt, bei dem Besuch, wie sie das schaffen, mit den Schicksalen der Frauen noch umzugehen. Also mich hat es richtig tief schockiert.
Also ich konnte danach, war ich auch nicht in der Lage, noch mal etwas anderes zu machen, weil das musste ich alles erst mal richtig verarbeiten, was ich da gesehen habe. Die Wunden, die Geschichten, die Trauer, der lange Weg der Heilung, der lange Weg zu einem Selbstwertgefühl und schließlich im besten Fall zur Selbstbestimmung. Und Sie haben gesagt, dass es Ihnen schon nahe geht. Aber es gibt da einen Reflex in Ihnen, der sich nicht lange mit den eigenen Gefühlen aufhält, sondern der sofort auf Lösungssuche schaltet. Sie fangen sofort an zu überlegen, wie kann es weitergehen? Wo gibt es einen Weg für diese Frau, für diesen Menschen? Und ich glaube, das hilft den Frauen in Not sehr viel mehr als eine zu starke Überidentifikation mit dem Schicksal. Denn das kann einen auch handlungsunfähig machen. Weil ihr tägliches Tun für sie gar keine Heldentat ist, sondern selbstverständlich, haben sie auch gar nicht daran geglaubt, dass sie ausgezeichnet werden dafür. Das spricht auch sehr dafür, dass sie einfach auf ihre Arbeit konzentriert sind. Und dabei ist ihre eigene Geschichte auch schon gar nicht selbstverständlich. Sie selbst wuchsen nämlich, wie Sie sagen, extrem behütet auf, in einer wohlhabenden Familie, wurden überall hingefahren, zur Schule, zu Freundinnen, zum Einkaufen. Und da war auch immer jemand, der auf sie gewartet hat, um sie dann wieder heimzufahren. Mit 21 Jahren haben sie dann geheiratet. Es war eine engagierte Ehe. Sie bekamen zwei wundervolle Kinder, die dort sitzen. Und sie ließen sich aber nicht die Möglichkeit nehmen, weiter zu rebellieren, wenn auch im scheinbar Kleinen. Sehr zum Ärger ihrer Schwiegermutter trugen sie zum Beispiel Jeans, als sie schwanger waren. Und auch sonst seien sie ein Wildfang gewesen, haben sie gesagt. Ich glaube auch, dass es genau das braucht für einen solchen Lebenslauf und für ein solches Engagement. Ich glaube, es braucht ein Stück weit Unangepasstheit und ein Stück Widerstandsgeist. Sonst wird man nicht so. Also ich denke, das ist ganz wichtig. Sie haben sich dann ganz früh für Kriminalgeschichten interessiert und wollten eigentlich Verbrechen aufklären. Aber ihre Eltern wollten dann doch, dass sie etwas Anständiges lernen. Und sie haben dann studiert und ihren Master in Geologie gemacht. Aber dann haben sie sich doch noch dahin entwickelt, wo sie hin wollten. Sie haben nämlich noch mal Kriminologie studiert und dort auch promoviert in dem Fach. Und bei einem Studienaufenthalt im Fach Viktimologie an der Tokiwa University in Japan lernten sie erfolgreich Projekte für Opfer häuslicher Gewalt kennen und haben erkannt, die Opfer häuslicher Gewalt brauchen eine andere Form der Unterstützung als Opfer anderer Gewaltformen. Nicht, dass das weniger schlimm wäre, aber es ist eine andere Form, weil es im vertrauten Umfeld passiert, weil es von Menschen angetan wird, die man eigentlich mal geliebt hat oder liebt, immer noch vielleicht, und weil ja noch viele kleine Menschen, also Kinder dabei sind. Das ist etwas anderes. Und ihnen wurde bewusst, wie groß der Bedarf in ihrem Heimatland genau an dieser Form der Unterstützung ist. Und zurück aus Japan haben sie nicht lange gezögert, sondern gründeten mit den zwei besagten Kommilitoninnen ihre Organisation. Ursprünglich richtete sich das Angebot auch an Männer. Aber innerhalb eines Jahres wurde offenbar, dass es doch zu 99% Frauen waren, die sich hilfesuchend an sie gewandt haben. Und Werbung, das haben sie eben auch erzählt, in Bezug auf die Hotline mussten sie nie machen. Es hat sich ganz schnell herumgesprochen, dass da eine Anlaufstelle für Frauen in Not ist. Manche Frauen kamen von selbst und andere mussten von Freunden oder Familienangehörigen dazu überredet werden. Manchmal braucht es eben auch Freunde und Menschen, die einem nahestehen, die einen da unterstützen. Das ist noch heute so und es werden mehr. Einerseits, weil die Gewalt gegen Frauen und Mädchen nicht abnimmt, aber auch, weil zumindest nach meinem Eindruck in der indischen Gesellschaft viel mehr darüber gesprochen wird. Menschen empören sich über die Gewalt, die Frauen dort widerfährt. Und ich habe auch den Eindruck, dass von offizieller Seite diese Form der Gewalt auch geächtet wird. Und vor allem wenden sich jetzt auch mehr junge Frauen an PCVC. Sie stimmt das hoffnungsfroh. Ich hoffe zumindest, dass es so ist. Also mich stimmt es schon hoffnungsfroh, auch wenn Sie eben erzählt haben, wie es immer noch ist in Indien. Aber es gibt einfach schon auch Fortschritt. Und das finde ich, da sollten wir uns auch aufbauen. Es zeigt, dass Frauen erkannt haben, dass sie das Recht auf ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben haben. Viele Frauen brauchen eine Weile. Und das ist ja auch bei uns so. Nicht gerade beim ersten Mal wenden sie sich dann bei der ersten Gewalterfahrung, rufen sie an oder suchen Hilfe. Aber letzten Endes tun sie es mittlerweile doch. Und ich finde, da hat sich etwas geändert und das ist eine positive Veränderung.
Stets hat PCVC auch mit der Regierung zusammengearbeitet, weil sie erkannt haben, dass sie allein gegen häusliche Gewalt nichts ausrichten können. Also es braucht da auch staatliche Unterstützung. Und die Regierung hat wiederum erkannt, dass die Sicherheit von Frauen gewährleistet werden muss. Frauen sind die Hälfte dieser Welt und diese Hälfte dieser Welt kann man nicht ohne Schutz lassen. Und ich denke, dass unter anderem auch die Erfahrungen und Erkenntnisse aus ihrer jahrelangen Arbeit sicher nicht ungehört verklungen ist. Also sie haben Einfluss gehabt und das ist ganz wichtig und haben Einfluss. Die Mitarbeiterinnen von PCVC werden jedenfalls über die Jahre immer von der Regierung unterstützt und auch das gibt ihnen Hoffnung, haben sie gesagt, dass sich die Dinge langfristig in mehreren Generationen zum Positiven ändern. Wie kommt also eine Frau, die auf den ersten Blick selbst keine Gewalterfahrungen machen musste und vielleicht auch lange Jahre nicht auf diese Seite geschaut hat und das nicht gesehen hat, wie kommt sie dazu, eine Organisation für Gewaltopfer zu gründen? Sie selbst sagen, dass oft Menschen, die etwas Furchtbares überstanden haben, eine Hilfsorganisation gründen, um besser mit dem eigenen Schicksal zurechtzukommen, aber auch andere etwas zu lehren. Bei ihnen sei das aber genau umgekehrt gewesen. Den ursprünglichen Impuls bekamen sie aus Japan, aber sie haben realisiert sehr früh, sie waren sehr jung in Japan, dass es Lösungen für die Probleme ihrer Landsfrauen dort zu finden gab. Aber erst nach vielen Jahren der Arbeit mit Opfern häuslicher und zwischenmenschlicher Gewalt haben sie für sich erkannt, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Formen der Gewalt sind natürlich da, aber jede Form der Gewalt wirkt schwer und hinterlässt Folgen beim Opfer. Und sie haben auch verstanden, häusliche Gewalt ist allgegenwärtig, natürlich über alle sozialen Schichten hinweg. Gewalt ist natürlich kein Phänomen der Armut. Und dabei haben sie auch erkannt, dass sie selbst einer Art von Gewalt ausgesetzt waren. Sie wurden gezwungen, so zu leben, wie es Teile ihrer Familie und die ihres Mannes für sie entschieden hatten. Sie zogen aus dieser Erkenntnis ihre eigenen Konsequenzen und trennten sich von ihrem Mann. Sie wollten mit dem Widerspruch nicht mehr leben, während ihrer Arbeit, die Frauen dahingegen zu bestärken, ihre Rechte einzufordern und zu Hause ein Stück weit auf eigene zu verzichten. Das erfordert auch großen Mut, auch von der Familie. So dienen sie anderen ganz gewiss als Vorbild, obwohl sie das so nie angestrebt haben. So wie ich sie kennengelernt habe, sie sind so zurückhaltend, für sie steht das, was sie tun, im Mittelpunkt. Und sie haben auch gesagt, dass sie keine Menschen haben, die ihnen als Vorbilder dienen, sondern sie orientieren sich vor allem an Werten. Sie erkennen etwas als richtig und integrieren es in ihr einzelnes Handeln. Und wenn sie erkennen, dass etwas falsch war, lassen sie es wieder fallen. Das finde ich auch so weise. Pragmatisch und lösungsorientiert und dennoch immer voller Empathie. Und was wir auch erfahren haben, dass sie die wenige Freizeit mit Tieren verbringen. Ihre Tochter ist Veterinärmedizinerin. Und statt das einfach zu genießen, haben sie überlegt, dass sie mal ein Tierheim aufmachen später. Sie haben dabei gelacht, aber ich glaube, das meinen sie wirklich richtig ernst. Ja, für unsere Mitgeschöpfe eben möchten sie auch da sein. Meine Damen und Herren, ich bin mir sicher, dass von der Tatkraft der diesjährigen Preisträgerin des Anne-Klein-Frauenpreises noch viele profitieren werden. Menschen, Tiere, Pflanzen, Klima, unsere Umwelt. Also von Dr. Gettos unermüdlichem Engagement können wir uns alle eine ganz große Scheibe abschneiden. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen von ganzem Herzen danken für alles, was Sie für diese vom Schicksal so schwer geprüften Frauen tun. Nicht nur retten sie deren Leben, indem sie sie aus dem gewalttätigen Umfeld herauslösen und ihnen medizinische Hilfe zukommen lassen, die sie ganz akut brauchen. Vielmehr noch, sie geben ihnen ihre Würde zurück. Selbstwertgefühl und Selbstbestimmung sind für diese Frauen der Schlüssel, für alle Frauen der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Und sie geben ihnen in die Hand. Die Tür müssen die Frauen dann selber aufschließen. Und welche Tür sie aufschließen, müssen sie auch entscheiden. Aber das Werkzeug dafür, das hätten sie ohne sie nicht. Und dafür können wir ihnen nicht genug danken. Der Anne-Klein-Frauenpreis geht an sie und das mehr als zu Recht. Vielen, vielen Dank.
donation to the Sacra Chakra, which is actually in charge to heal our sensitivity and to heal also wounds that have been placed here. So I dedicate this meditation music to everyone.
danke schön für diese auch schöne Musik und nochmal von meiner Seite, Frau Büdenbender, ganz, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Rede, für die Empathie, für das Mitgefühl und für die Solidarität, die Sie für die Arbeit von Prasanna uns hier auch mitgegeben und geschenkt haben. Herzlichen Dank dafür. So, Prasanna, now it's your turn. Please. Prasanna, jetzt bist du dran. Ich bitte dich hinauf, hier auf die Bühne. Frauenpreis ist nicht nur verbunden mit dieser großartigen Laudatio, mit diesem schönen Fest mit dem Preisgeld, sondern auch mit dieser sehr schönen Trophäe mit einem feministischen Design. It's a sign of our solidarity with the victim. Ein Zeichen unserer Solidarität. Opfer der Diskriminierung, auch ein Zeichen für die Unterstützung, internationaler Unterstützung der Frauen, die diese Diskriminierung bekämpfen. Das soll dir Stärke geben für den weiteren Kampf gegen die Gewalt und für Rechte, Gleichheit zwischen Frauen und Männern. Sunflowers to you. Auch Blumen und alles Beste für deine Arbeit und ein herzliches Dankeschön für deine Arbeit. Jetzt sollte bitte die Jury auch hier mit auf die Bühne kommen, damit wir ein Foto machen können mit allen Mitgliedern der Jury, die Sie ausgewählt haben hier für diesen Preis. So ist gut. Wir können durchaus noch ein bisschen warten, bis wir uns vollständig hier oben versammelt haben. Jetzt hier nur eben für dieses eine Foto. Jury und Prasanna zusammen auf einem Bild. Vielen Dank. Und noch einmal bitte ich um Applaus. Wirklich, ich habe noch nicht so viel über mich gesprochen und noch nie so viel über mich gehört. Vielen Dank, Frau Budenbender, Frau Unmüßig, für die Rede. Sehr geehrte Gäste, sehr verehrte First Lady, sehr verehrte Barbara Unmüßig, sehr verehrte Jury, alle Bekannte und Freundinnen von der Anne Klein, sehr verehrte Damen und Herren. Ich danke der Heinrich-Böll-Stiftung für diese Ehre, die mir hier zuteil wird mit dem Anne Klein-Frauenpreis 2020. Ich bin unendlich dankbar zu jedem hier im Saal, dass hier eine Anerkennung stattfindet für die Arbeit meines Teams und unserer Gemeinschaft. Und es ist hier ein Problem, das betrifft jede Frau in ihrem Leben. Die häusliche Gewalt, Gewalt in der Partnerschaft, sexuelle Gewalt. Und diese Art des Missbrauchs, das führt dazu, dass das Opfer sich schuldig fühlt, beschämt fühlt, stigmatisiert. Und das letztlich auch herunterspielt, die Gewalt an und für sich. Und die Stiftung für Verbrechensverhütung und Opfer...
Hilfe PCVC hat in 2001 begonnen und unser Ziel war darin, dieses Zentrum zu eröffnen, zur Unterstützung der Opfer, eine Forschungsorganisation zu sein. Und drei Frauen haben das gegründet. Und es wurde hier schon vorgestellt, es ging um Unterstützung für diese Damen, die das Problem hatten, dass sie keine wirkliche Unterkünfte hatte, keine wirkliche Unterstützung im medizinischen Sinne und dass es keine Unterstützungsgruppen gab und es gab keine wirkliche Rehabilitationstherapie für all diejenigen, die häusliche Gewalt erlitten haben. Und Frauen, die das erleben, häusliche Gewalt. Sie werden betrachtet, als seien sie abnormal und als hätten sie eine Geisteserkrankung. Aber das hat dazu geführt, dass es heute unsere Organisation gibt. Und wir versuchen, besondere Dienstleistungen bereitzustellen, um Frauen und Kindern zu helfen und auch queeren Personen zu helfen. Wir glauben fest daran, dass strukturelle Ungleichheiten in der Gesellschaft für Frauen und für Minderheiten immer ein großer Nachteil sind und dass all dieses Auswirkungen hat auf die Machtverhältnisse und dass dies zu zwischenmenschlicher Gewalt führt. Und wir versuchen, dass alle Personen, die sich an uns wenden, auch Hilfe bei uns finden. Über all die Jahre haben wir das erlebt, was das mit den Frauen macht, wenn sie in solchen Verhältnissen leben. Wir haben viele Schlüsselprojekte aufgestellt, versuchten, die unmittelbaren Bedürfnisse, die wir haben ausfindig machen können, zu bedienen. Es gab vor allem unser Kriseninterventionszentrum. Wir versuchen, Informationen bereitzustellen, zu beraten, Einweisungen zu organisieren, Notunterkünfte zu haben, Rechtsbeistand zu leisten, Bildungsunterstützung für Frauen und Kindern, Unterstützung bei der Entwicklung von Fähigkeiten und auch, dass die Frauen wieder zu sich finden können, sich selbst finden. Wir haben auch einen guten Kontakt mit allen Polizeieinheiten, speziell für Frauen und versuchen, da die Verknüpfung herzustellen. Wir haben auch weitere Partnerschaft. Wir versuchen, ständig Antworten zu finden auf das Problem der häuslichen Gewalt in Indien und sonst wo. Da kann man ganz einfach, sind die Frauen schuld, wenn sie dann eben nicht gehen oder die Frauen, die schieben das auch einfach auf Alkoholmissbrauch oder dass es eben in der Kindheit erlebte Traumata sind. Aber letztlich diese Gewalt, man kann nicht einfach nur sagen, dass die Last bei den Frauen liegt, etwas zu verändern. Also es ist stets die Frauen, die die Verantwortung haben, was zu verändern. Und dann wird gar nicht weiter über die Gewalt gesprochen, die da begangen wird an den Frauen. Bei PCVC haben wir gelernt, dass wir den Frauen helfen müssen, dass sie die richtige Entscheidung treffen in Bezug auf ihre Lebensgestaltung, dass sie auch selbst unabhängiger werden können von finanzieller Abhängigkeit und von kulturellen und gesellschaftlichen Normen. Wir haben gemerkt, mit diesem Smiles-Programm, da können wir dieses Problem beheben, dass viele Frauen in der Familie bleiben, weil sie wollen, dass die Erziehung ihrer Kinder sichergestellt wird. Aber wir machen das in diesem Smiles-Projekt und dann können die Frauen leichter die Entscheidung treffen, ihr Haus zu verlassen. Und ich als eine Verbündete der LGBTQI-Bewegung haben wir uns auch geöffnet für diese Menschen mit anderen sexuellen Identitäten. Wir glauben an die Solidarität und das gemeinschaftliche Handeln mit der LGBTQI-Familie dazu führt, dass wir unseren Traum leben können ohne genderspezifische Gewalt und andere Arten von Tyrannei. Es war alles ein langer Prozess des Lernens. Es war eine große Herausforderung und wir haben auch unbewusste Vorbehalte überwinden müssen. Wir haben gelernt von queeren Organisationen, konnten unsere Dienstleistungen verbessern und konnten dazu Sorge tragen, dass wir ein Umfeld schaffen, wo unsere Mandantinnen ohne Angst leben können. Und wir versuchen stets, das Unterstützungsangebot auszuweiten in Indien und möglichst für alle offen zu stehen.
Und dass der Anne Klein Frauenpreis, das wird für ein neues Projekt verwendet werden, Tara. Da gibt es eine besondere Unterstützung für LGBTQI-Personen. Das werden wir bereitstellen anhand dieser Geldspende. Und auch möchte ich unser PCVC-Leuchtturmprojekt hervorheben, Vidyal, das heißt Morgendämmerung. Und ich möchte Ihnen etwas erzählen, was mir noch sehr lebendig vor Augen steht. Ich hatte mit einem Opfer gesprochen. Es war 24 Stunden nach einem schlimmen Vorfall. Sie sagte, ich kann nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ich tot bin oder lebe. Alles ist dunkel um mich herum. Aber mir wurde gesagt, es sei alles in Ordnung. Bitte sagen Sie mir, was ist passiert mit meinem Körper? Ich habe Angst. Ich habe so große Angst. Ist er immer noch hier in der Nähe? Also Vidyal, es ist ein Projekt für Frauen von Brandangriffen. Es hatte begonnen im Jahr 2003 und es hilft 90 bis 100 Frauen pro Monat, 90% der Fälle, die wir haben. Das haben die Frauen sich selbst zugeführt oder es war der Ehemann oder der Schwager. All dies zurückzuführen auf häusliche Gewalt. Wir versuchen, dafür Sorge zu tragen, dass die Wunden schneller abheilen. Wir versuchen, Wegwerfkittel und Wegwerfbettwäsche zur Verfügung zu stellen. Und wir versuchen, psychologische Unterstützung zu leisten. Und wir haben feststellen können, dass das Trauma, was erlebt ist, sehr groß ist. Und dass wochenlang, monatelang, jahrelang später noch Folgen bleiben. Wir brauchen dort wirklich ein Unterstützungsprogramm, das mehrjährig ist. Das fängt an gleich bei der Heilung und wir brauchen gute Rehabilitationsdienstleistungen, die auch alle Anforderungen sozioökonomischer Hinsicht erfüllen. Und eine Person, die weiter keine Hilfe erfährt, es geht darum, wenn es Frauen gibt, die Brandangriffe erleben. Also es ist nicht nur allein die Frage, wie dramatisch das Ganze ist, wie groß das Ausmaß ist, aber es ist auch halt diese Erfahrung, das Trauma, was damit einhergeht, sowas erlebt zu haben. Und das kann sich dann wandeln zu Dingen, die dann zu einem chronischen Leiden werden. Das ist die große Frage, können diese Frauen wieder ein normales Leben erfahren? Und erstmal die Frage, wie definiert man normal? Denn es gibt diese verschiedenen Glaubenssysteme, es gibt ihr Wertesystem hat sich verändert. Sie brauchen eine emotionale Unterstützung. Sie brauchen die Unterstützung der Gemeinschaft, um wieder erneut sich im Leben einzugliedern. Wir haben Physiotherapeuten bei uns, wir haben Sozialarbeiter bei uns, wir haben Pflegepersonal bei uns, um Rehabilitationsdienstleistungen zur Verfügung zu stellen für Frauen, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden sind. Sie brauchen direkt nach der Entlassung Unterstützung, sie brauchen Rehabilitation und Versorgung der Wunden und deshalb gibt es auch dieses Zentrum zur Heilung und Versorgung der Wunden. Da wird rund um die Uhr eine Hilfe angeboten, auch zur Wund- und Narbenheilung und es gibt auch Aktivitäten im Anschluss, um die soziale Inklusion wieder erneut zu fördern. Es ist ein umfassendes Modell der gesamten Rehabilitationsstrecke und der Wiedereingliederung in der Gesellschaft. Es gibt eine Botschaft an die Frauen. Du kannst wieder das Leben deiner Wahl leben und wir begleiten dich auf dieser Reise. Bereits 5000 Brandopfer haben wir betreut und letztlich haben sie es geschafft. Sie wurden von Überlebenden zu Lebensbejaherinnen und konnten das Leben ihrer Wahl leben.
Und in den vergangenen 6 Monaten haben wir auch noch unsere Arbeit ausgeweitet auf weitere 11 Regierungskrankenhäuser und haben neue Einheiten errichtet in den Krankenhäusern und auch noch mehr Hilfeangebote aufgebaut für die Nachversorgung der Patienten. Wir sind auch dort, um Lobbyisten mit einzubeziehen und um dafür zu sorgen, dass überall es Organisationen gibt. Wir müssen alle diese Arbeit annehmen, diese Herausforderung annehmen, ein inklusives Umfeld schaffen, wo das nicht als ein Stigma verbleibt und als ein Trauma verbleibt. 2020 ist zugleich unser 20. Geburtstag unserer Arbeit und zugleich Frau Büttenberger hat es auch erwähnt, vor 2 Jahren erst haben wir uns gefragt, wer sonst soll diese Arbeit machen, wenn nicht wir. Und deshalb haben wir auch eine Hotline eröffnet. 24 Stunden lang können dort Frauen anrufen, die häusliche Gewalt erlitten haben. Und wir erhalten 5 Anrufe pro Tag von den Frauen selbst, ihren Familien, Freunden oder Arbeitgebern. Und die gesamte Infrastruktur, die wurde vom Generalkonsulat in Deutschland in Chennai unterstützt und wurde von unserer First Lady eröffnet, hier von Frau Budenbender. Als ein Dienstleister, wir haben Unterstützungsangebote für Frauen nach der Erfahrung von Gewalt. Und wir bei PCVC, wir sind uns immer darüber bewusst, wenn da Frauen Fußtritte erhalten oder wenn sie beschimpft werden. Wir wissen, das passiert nicht so aus dem Leeren hinaus. Da gibt es einen gesamten Hintergrund, eine ganze Geschichte. Wir versuchen, die gesamte Gesinnung zu verändern. Wir versuchen, dafür Sorge zu tragen, dass es nicht mehr so viel Diskriminierung gibt gegenüber Frauen. Wir müssen mehr die Aufmerksamkeit darauf lenken. Wir müssen schauen, dass wir alle zusammenarbeiten, um gleich präventiv einzugreifen, wenn so etwas irgendwo zu geschehen droht. Dieser Preis ist eine große Ehre für unsere unermüdliche Arbeit, für die Arbeit meiner Kollegen, des gesamten Teams zu Hause. Und ich möchte mich sehr dafür bedanken, dass damit unserer Arbeit Rechnung getragen wird. Auch die Mitbegründerinnen Usha Rani und Hema Rimachandran, da ein großes Dank für ihre Vision und für ihr ganzes Engagement in den Jahren, wo PCVC noch in den Kinderschuhen gesteckt hat. Das hat uns ermöglicht, heute hier zu sein. Vielen Dank. Auch hier meine Familienmitglieder haben mir hier eine Ehre erwiesen. Sie sind gekommen und erkennen damit meine Arbeit an. Dr. Ravina Getu, Padma Getu, meine Kinder sind da, Abhinav Vallada und Divya Vallada. Und alle, das fällt mir auf, hier aus meiner Familie, die arbeiten in Bereichen, wo keine Menschen vorkommen, also Robotik und Tiermedizin. Vielleicht ist das das Ergebnis, weil sie aufgewachsen sind und mich bei der Arbeit beobachtet haben. Ich weiß es nicht genau. Auch Shamila John ist hier, eine Freundin aus Kindertagen. Sie ist den weiten Weg von den USA gekommen. Ein herzliches Dankeschön dafür. Und dann sind Freunde da, die ich während der langen Jahre meiner Arbeit gefunden habe. Auch meine liebe erste deutsche Freundin Karin Griese und auch Mitglieder von Medica Mondiale. Vielen Dank für all das Vertrauen und für die Wertschätzung meiner Arbeit, dadurch, dass ich vorgeschlagen worden bin für diesen ehrenvollen Preis. Vielen Dank dafür. Auch Freunde von der Frauenhilfestiftung, Dorothea Schneider, Marion von Gerlach, Silke Haug und Christine Schmidt. Mehr als 10 Jahre lang haben sie viel Zeit damit verbracht, Fundraising zu betreiben für PCVC in Deutschland. Jedes Jahr waren sie da und sie waren zugleich große Unterstützerin unserer Arbeit. Ein herzliches Dankeschön dafür.
Manchmal treffen wir Leute, mit denen wir verstehen uns sofort sehr gut und diese Beziehung dauert dann sehr lange. Und ja, Didem Achim Fabik, das sind solche Leute. Die sind auch heute hier. Ich habe Achim getroffen in dem Generalkonsulat von Deutschland in Chennai. Und sie waren auch stets da, meine Arbeit zu unterstützen. Und sie haben damals die Reise von der First Lady 2018 zusammen mit dem Bundespräsidenten möglich gemacht, damit sie sich vor Ort einen Eindruck verschaffen können und unsere Arbeit verstehen können. Es ist etwas Besonderes, dass auch diese Personen heute hier sind. Ein herzliches Dankeschön dafür. Und vielen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung, dass das hier nicht nur einfach eine Feier ist zur Übergabe eines Preises. Es wird hier eingehen als ein ganz besonderer Tag in der Gesamtgeschichte meiner Organisation. Und dann auch noch habe ich ein ganz besonderes Geschenk hier allen im Saal mitgebracht. All die Grüße und viel Liebe von meiner Mutter. Sie war nicht in der Lage, es mit dieser langen Reise auf sich zu nehmen und hier heute mit uns zu sein. Ulrike John Felix und noch andere Personen mit Gründungsmitglieder. Ich bin so dankbar, es gibt kaum Worte dafür. All die Treffen, die ich hier hatte in den letzten Tagen, da hat es so viele gute Gespräche gegeben. Vielen Dank. Es war etwas so Besonderes für mich, das hier erleben zu dürfen. Ich möchte dafür wirklich auf ganz besondere Art und Weise Dankeschön sagen. We are concluding our concert with rag Hamsadhani. This is a South Indian rag. But we are playing in North Indian style because Mrs. Gaitu is today here. So to honor her, we are concluding our recital with rag Hamsadhani. Thank you.
Thank you.
schöner und beschwingter Ausklang mit Ihnen, mit Renu, Matsuri und Stefanie. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure wunderbare musikalische Begleitung. Ja, welch ein Festakt, auch unter Bedingungen eines Virus. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke möchte ich aber auch noch einigen anderen Menschen und Personen sagen, die zum Gelingen dieses Abends beigetragen haben. Ganz großes Dankeschön, liebe Ulrike Zichon, für das ganze Arrangement, für die Vorbereitung. Vielen Dank. Ich möchte mich beim Asien-Team bedanken, weil Prasanna hat es gesagt, ihr Besuch ist hier auch begleitet mit Gesprächen, die sie führen hat können mit unterschiedlichen Menschen, von denen wir hoffen, dass sie noch mehr verstehen, was deine Arbeit, Prasanna, in Indien bedeutet, was sie ausmacht und wie es Frauen in deiner Gesellschaft geht. Danke an das Asien-Team. Besonderer Dank geht natürlich an die Übersetzerinnen. Danke Ihnen. Ohne das könnten wir uns nicht verständigen. Dann möchte ich mich ganz besonders beim Tagungsbüro bedanken, stellvertretend bei Eva Klakel. Danke für das ganze Organisieren, für das Bestuhlen, für das Möglichmachen, an die Technik ebenso. Es ist wunderbar, es ist eine Teamleistung. Nur so kriegen wir das hier jedes Jahr hin. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken und Sie jetzt zum Empfang einladen, zu einem Flying Buffet. Wir haben, ich habe es Ihnen ja gesagt, wir folgen den Regeln des Robert-Koch-Instituts. Zu essen dürfen wir, aber wir haben dieses Jahr, das tut mir auch ein bisschen leid, weil das dieses Fest auch auszeichnet, wir sind auch da den Regeln gefolgt und werden dieses Jahr eben weniger tanzen, aber wir haben eine DJ, die uns musikalisch heute Abend begleiten wird. Vergnügen Sie sich hier, sprechen Sie miteinander, machen Sie sich Mut und fühlen Sie sich wohl hier bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung. Einen schönen Abend und tschüss.